Kehrtwende bei der Corona-App. Die Regierung will die Daten jetzt doch nicht mehr zentral speichern. Endlich wieder raus. Nach 6 Wochen Ausgangssperre dürfen in Spanien seit heute wieder Kinder auf die Straße. Und folgenschwere Angst vor Corona. Immer öfter kommen ernsthaft Kranke aus Furcht vor einer Infektion nicht in die Notaufnahme. Die Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend und willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Die App ist eine der großen Hoffnungen im Kampf gegen Corona. Sie soll warnen, wenn man Kontakt zu einem Infizierten hatte. In anderen Ländern sind solche Apps schon im Einsatz. Hierzulande wird noch diskutiert. Vor allem über die Frage, wo landen die Daten all der Nutzer, die freiwillig mitmachen? Die Regierung war bis jetzt für einen zentralen Server. Dagegen aber sperrten sich Apple und Google und auch Datenschützer. Jetzt bei der dezentralen Variante bleiben die Daten auf den Handys und sollen dort anonym ausgewertet werden. Winnie Hischer berichtet. Die Daten der App-Nutzer auf einem zentralen Server speichern, das wollte vor allem Jens Spahn. Doch die Kritik an der Idee des Gesundheitsministers war groß, von Datenschützern, Wissenschaft und Wirtschaft. Die Kehrtwende der Bundesregierung kommt heute leise und etwas verklausuliert per Pressemitteilung. Die Nutzung der App durch möglichst große Teile der Bevölkerung ist die Grundlage ihres Erfolges. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt die Bundesregierung auf eine dezentrale Softwarearchitektur. Dezentral statt zentral, das überrascht selbst die Kritiker. Dieser Schritt signalisiert, die Bundesregierung setzt auf Datensparsamkeit, sie will keine Massenüberwachung im Schilde führen und signalisiert somit, mit dieser Architektur kannst du uns vertrauen, weil du mit dieser Architektur uns nicht vertrauen musst. Und nicht vertrauen zu müssen, ist ja die vertrauensbildendste Maßnahme. Noch ist vieles nicht klar, zum Beispiel mit welcher Technik die App ausgestattet sein soll, um von Telefon zu Telefon feststellen zu können, wer wo Kontakt zu einem Infizierten hatte. Die Fragen sind komplex, die Zeit läuft. Wir haben wertvolle Zeit verloren dadurch, dass die Debatte einen anderen Weg genommen hat. Wir hätten von vornherein sagen müssen, es ist dezentral, selbstverständlich freiwillig und es hätte auch mehr Transparenz seitens der Ministerien geholfen. Freiwilligkeit, darin besteht Einigkeit. Es müssten mindestens 60% der Bürger mitmachen, damit die App hilft, die Pandemie zu bekämpfen.